Hallo Leute, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Workaholic. Wenn ihr euch aktuell noch fragt, ob für euch die Qualität der Mavic Mini ausreichend ist oder ob ihr nicht vielleicht gleich lieber zum Mavic 2 Pro greifen solltet, dann ist, denke ich, dieses Video genau richtig für euch. Denn ich habe mich mal hingesetzt und habe Rohmaterial beider Drohnen, also Fotos und Videos, in meine Dropbox hochgeladen, damit ihr euch das Material einfach mal selber herunterladen könnt, unkomprimiert und selber zu einem Ergebnis kommen könnt. Wie ihr an dieses Material herankommt, das erfahrt ihr wie immer in diesem Video. Also bleibt bitte dran. In den letzten zwei Wochen wurde ich mehrmals gefragt, ob die Qualität der Mavic Mini nicht vollkommen ausreichend sei oder ob man sich nicht doch unbedingt eine Mavic 2 Pro kaufen sollte. Die Frage ist allerdings gar nicht so leicht zu beantworten, weil einfach jeder von euch unterschiedliche Qualitätsansprüche hat. Damit die Kaufentscheidung trotzdem etwas leichter fallen kann, habe ich mich dazu entschlossen, Material beider Drohnen in meine Dropbox hochzuladen und euch zugänglich zu machen. Denn ich selber finde es immer ganz cool, wenn ich vor dem Kauf einfach die Möglichkeit habe, Material zu vergleichen. Ich mache es eigentlich auch immer genau so. Ich gehe, wenn ich mich nicht entscheiden kann, zwischen zwei Kameras, zwei Drohnen oder zwei Smartphones ins Netz, lade mir Rohmaterial herunter, vergleiche das miteinander, schaue mir das mal in voller Auflösung an, bearbeite das mal mit meinen eigenen Filtern oder meinen Presets und komme dann meistens so genau zu einem Ergebnis. Das folgende Material der Mavic Mini habe ich euch in voller Auflösung, also 2,7K in Apple ProRes, herausgerechnet. Und in den Fotoordner der Mavic Mini packe ich euch doch mal zwei Belichtungsreihen mit rein, weil auch öfters die Frage aufkommt, sollte man beim Mavic Mini korrekt über- oder unterbelichten? Ich selbst tendiere dazu, im Gegenlicht auf jeden Fall immer über zu belichten, meistens eine Blende. Und bei allen anderen Situationen belichte ich meistens korrekt, es sei denn, es gibt viele Weißanteile im Bild, dann belichte ich meistens unter mit minus 0,3. Ja, damit ihr ordentlich vergleichen könnt, habe ich euch natürlich auch Material der Mavic 2 Pro mit in den Ordner hochgeladen. Jetzt gerade letztes Wochenende war ich in Baden-Württemberg und habe dort im Kloster Schöntal für einen meiner Kunden dessen Konferenz gefilmt. Das Material und noch ein bisschen anderes Material von mir aus dem Wald ist da ebenfalls zu finden.
Den Link zum Download des gesamten Materials findet ihr hier unten drunter in der Videobeschreibung. Das Material aber bitte nur privat nutzen, und wenn ihr es für euren YouTube- oder Insta-Kanal mal einblenden wollt, wäre das auch kein Problem. Dann macht mich aber bitte als Urheber kenntlich und verlinkt meinen Kanal mit @workaholic. Also bleibt an der Stelle nur noch zu klären, seht ihr selber einen großen Unterschied in dem Material der Mavic Mini und der Mavic 2 Pro? Dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ich enthalte mich an der Stelle und lasse einfach mal euch entscheiden. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video war irgendwo nützlich für euch, hat euch vielleicht bei der Entscheidungsfindung geholfen. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann gebt bitte den Daumen nach oben, kommentiert, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Also ciao, bis zum nächsten Mal.